Guck mal, Leute. Ich bin mit meinem Bruder unterwegs. Und wir laufen, wie heißt das Ding nochmal? Wir sind gerade in Hannover oder so. Und wir laufen jetzt ungefähr 14 Kilometer bis zur... Ach egal, das Wort, wo wir heute, wir werden dahin laufen, was er navigiert. Und dann pennen wir dort. Und dann erst zeige ich euch das, wo wir heute pennen. Ja. Das ist richtig geil. Meine Mülltüte ist von der letzten Nacht, das ist voller Bier und mit noch mehr Müll und sowas bestückt. Weil wir haben die letzte Nacht auch schon irgendwo gepennt, in dem Lost Place. Und ich bin schon wieder am Bier trinken, weil ich habe noch ein paar Bier. Das ist richtig geil. Und genau so starten wir heute die Tour. Das ist richtig geil. Das muss richtig gemacht werden. Bis wir da angekommen sind. Und dann pennen wir dort. Wir laufen jetzt gerade hier über so eine Autobahn rüber. Also da, wo diese ganzen giftigen Fahrzeuge und so weiter rumfahren. Und diese ganzen Abgase produzieren. Guck mal, Leute. Das hier, das ist eine urinfarbige Tankstelle. Und die hat Toiletten. Guck mal, ich habe gerade mit ganz viel Bierschissgeruch diese Toilette hier zugeschissen. Und guck mal, ich hier Mülleimer gefunden. Das heißt, ich habe hier meinen überfetteten Müllsack mit ganz viel Müll drin. Was die ganze Zeit an meinem Wagen hier dran gehangen hat und mich die ganze Zeit richtig genervt hat. Ja, das habe ich da reingestellt und das voll gemacht. Und darauf werde ich ein neues Bier trinken. Gib Prost. Wir sind ein bisschen weiter gelaufen. Und da drüben, da ist Ampel, das ist rot. Das heißt, wir müssen, ihr wisst schon, was das heißt. Guck mal, wir haben hier diesen verschmierten Lidl gefunden. Und wir werden da jetzt reingehen und ein paar Sachen kaufen gehen. Also wir haben ein bisschen eingekauft. Und hier, dieser komische Lidl oder wie das heißt, der hat keinen Spiritus. Das ist voll scheiße. Und deswegen gelaufen wir gleich da vorne zur Hull-Up rein. Und da gucken wir nach Spiritus. Und ich will doch einen Träger Bier kaufen gehen. Das werden wir jetzt machen. Guck mal, ich war jetzt gerade da drin, in diesem Hull-Up. Und ich habe Bier gekauft, neues Bier. Ich werde jetzt mein, wie heißt das Ding? Apfeldreieck, was ich da bei Lidl geholt habe. Den werde ich mir jetzt so richtig mal im Maul reinstopfen. Und wisst ihr, was scheiße ist? Dieser Hull-Up hat kein Spiritus gehabt. Das heißt, wir haben immer noch zu wenig Spiritus, glaube ich. Also zumindest habe ich nur noch, keine Ahnung, vielleicht nur noch so viel von der Flasche vom Spiritus, was ich dabei habe. Ja, und wir brauchen Spiritus, damit wir später besser kochen können. Guck mal. Kennt ihr Staub? Guck mal, ich war jetzt gerade hier bei diesem Edeka drin gewesen. Und ich habe da nach Spiritus geguckt, aber die Spiritus ist da ausverkauft. Das heißt, ich habe hier eine Alternative gefunden. Hier, Brennpaste. Ich habe bisher mit Brennpaste noch nie gearbeitet. Und deswegen prüfen, ob das klappt und ob wir das heute verschwenden werden oder nicht. Das weiß ich auch noch nicht, weil ich habe ja noch ein bisschen Spiritus. Aber ich weiß halt noch nicht so ganz genau, ob das reicht. Deswegen waren wir auf der Suche gewesen nach Spiritus oder so, zur Sicherheit, damit wir auch wirklich so richtig bis zum Ende kochen können. Und genau, ich habe Brennpaste tatsächlich noch nie probiert. Die Sonne geht runter. Das heißt, bald kommt Dunkle.
Das bedeutet, ich muss gleich oder bald meine nervige Kopflampe anziehen und die Videos im Dunkeln weiter fortsetzen. Auf diese Dinger hier, da kann man Bierpower drauf machen. Aber ich habe gerade keinen Bock drauf, Bierpower zu machen. Deswegen wollte ich euch das so gezeigt haben, dass man darauf Bierpower machen kann. Guck mal hier. Wir gelaufen jetzt aus Hannover raus. Weil wir müssen noch ein paar Kilometer in diese Richtung laufen. Und guck mal. Ich werde erstmal ein Bier trinken. Und jetzt gelaufen wir nach da lang. Guck mal Leute, das Bild sieht so scheiße aus. Und wisst ihr auch warum? Weil diese Filmleuchte, die ich jetzt gerade an der Kamera dran habe, diese ganze Kälte nicht abkann und die ständig ausgeht. Also die funktioniert jetzt gerade momentan nicht. Und diese Filmleuchte, die ganz gut war, die kälteresistent war, die keine Piepgeräusche verursacht hatte und so weiter, die habe ich ja beim letzten Mal zerschrottet gehabt. Und das nervt mich extrem, dass ich so ein schlechtes Licht habe, weil man mich sonst im Dunkeln halt überhaupt nicht erkennen tut. Und ich brauche unbedingt diese Lampe. So, ich habe jetzt gerade meine Kopflampe mit Mühen von meinem Kopf runtergezogen, damit ich den jetzt in der Hand halte, damit ihr mich seht. Und wir sind eigentlich an der Stelle angekommen, wo wir pennen wollten. Aber diese Stelle, wo wir pennen wollten, die wurde irgendwie, weiß ich nicht, abgerissen oder so. Und deswegen werden wir heute hier nicht pennen, sondern wir werden irgendwo anders hinlaufen, damit wir irgendwo draußen am Freien pennen werden. Keine Ahnung, im Wald oder was weiß ich wo. Aber genau, das machen wir heute. Wir sind unter einer Zugbrücke, die hier vollgespäht ist und so weiter. Die hält uns trocken. Also ich hatte zwar sowohl Zelt als auch Tarp dabei, notfalls. Aber egal, das brauche ich dann nicht aufbauen. Wir werden heute unter dieser Zugbrücke hier übernachten, hier auf diesem komischen Boden, wo vielleicht später Fahrradfahrer hier vorbei, also morgen früh vielleicht Fahrradfahrer hier vorbeifahren könnten und wir dann voll genervt hier rumliegen. ich glaube, das machen wir, das wird richtig geil. Das ist eine richtig geile Idee. Habt ihr die Geräusche gehört? Hier fahren alle, keine Ahnung welchen Rhythmus, aber auf jeden Fall fährt hier ständig ein Zug durch, glaube ich. Glauben wir. Richtig geil. Das wird richtig nervig, die Nacht. Und guck mal, jetzt fährt noch ein Zug durch. Das wird richtig geil sein, diese Nacht heute. So, mein Pennplatz ist halbwegs aufgebaut. Und da drüben liegen ein paar Sachen von mir. Und hier vorne liegt meine Isomatte. Und der kommt dann irgendwann hier dazwischen, damit mein Pennplatz vollständig wird. Aber ich habe den jetzt erstmal hier hingelegt, damit ich und mein Bruder uns hier draufsetzen können. Dann uns irgendwas zu kochen und zu fressen und genau, damit wir hier uns verbessert hinschillen können erstmal. Und genau deswegen habe ich das genauso gemacht. Und jetzt wird erstmal gleich gekocht. So, hier, ich habe das hier angemacht, da ist schon Feuer darunter und ich warte jetzt, bis hier Blasen kommen, aber bevor Blasen kommen,
Weil hier, da kommen gleich mal Nudeln rein. Und zwar nicht irgendwelche Nudeln, sondern diese Nudeln hier. Die kommen dann gleich rein. Aber bevor die dann gleich reinkommen, werde ich erstmal dieses Fleisch jetzt zerhacken. Und nachdem ich dieses Fleisch klein geschnitten habe, werde ich das hier klein schneiden. Hier Paprika und diese komischen Champignons oder was das sein sollen. Und Zwiebel. Weil das will ich auch mit dem Fleisch anbraten. Weil das ist richtig geil, wenn das komplett so ein richtiger Festmahlsmenü wird. Und dann, genau das mache ich jetzt. Guck mal, langsam Blasen kommen, das ist richtig geil. So, ich glaube die Nudeln sind weich genug, dass ich die erstmal absetzen kann. Und natürlich Deckel drauf, damit das nicht so schnell, wie heißt das Ding nochmal, damit der nicht so schnell kühl wird. Und dann erstmal hier diesen Titan-Deckel, Pfanne drauf und ein bisschen Öl reingießen. Wie heißt das Ding? Rapsöl heißt das, genau. Und jetzt werde ich erstmal dieses Fleisch hier drauf machen, damit das so ein bisschen angebraten wird. Oder beziehungsweise das muss durchgebraten werden. So, währenddessen ich das hier koche, ich hatte meinem Bruder angeboten gehabt, dass er mit mir mit ist, dass ich für zwei koche, aber er wollte sein Gericht machen. Und zwar hier. Dieser nervige Zug, der nervt schon wieder rum. Der nervt richtig rum. Aber das stört nicht so stark wie bei dieser anderen Zugbrücke. Dieser, wie heißt das Ding nochmal? Chili con Carne in Fertiggericht, das möchte er fressen. Währenddessen ich jetzt gerade so ein richtiges Festmahl koche. Und genau, die hier, die werden gleich auch gekocht. Die werden auch angebraten. So, ich glaube, dieser Fleisch ist genauso fertig wie mein Kopf. Das heißt, ich werde jetzt das Fleisch jetzt erstmal hier reinpacken. In die Nudeln rein. Damit die Nudeln auch vom heißen Fleisch gewärmt werden. Weil ich muss ja noch dieses ganze andere Zeugs anbraten, bevor das dann gleich komplett fertig ist. Und oh Scheiße, das Feuer ist fast aus. Das heißt, ich muss, ja genau, ich nehm das Feuer von meinem Bruder. Genau, ich mach das hier drauf und Genau, und jetzt wird das hier weiter gebraten. So, das hier, das sieht jetzt genug angebraten aus. Das heißt, ich werde jetzt meinen Teller befüllen. So, Fräsen ist fertig. Das wird jetzt gefräsen. Ist richtig geil. Das einzige, was fehlt, ist so ein bisschen Gewürzketchup. Aber weil ich das zu Hause vergessen habe. Aber ansonsten ist das richtig verdammt geiles Essen. Das kann ich mega empfehlen. Guck mal, Leute. Wir haben diese Temperatur gerade. Hier knapp über 2 Grad. Und genau in diesen Temperaturen pennen wir heute hier. Genau hier schlafe ich. Und hier schläft mein Bruder. Und genau das machen wir jetzt. Und ja, ich glaube auch nicht mehr so lange. Und dann lege ich mich auch in den Schlafsack rein. So, ich werde jetzt mein Gute-Nacht-Bier trinken.
Also das wird das letzte Bier für heute Abend werden. Geprost. So, ganz entspannt. Wir haben es jetzt ungefähr 0 Uhr oder so. Und genau nach diesem Gute-Nacht-Bier werde ich mich dann schon langsam schlafen legen. Beziehungsweise wir beide werden uns gleich schlafen legen. Und ich finde, diese Zugbrücke, die ist nicht ansatzweise so schlimm wie die Zugbrücke, wo ich schon mal übernachtet habe. Beziehungsweise, wo ich zweimal übernachtet habe, das eine Mal alleine und das andere Mal mit meinem Bruder zusammen. Also er hat auch, der hat auch da drunter übernachtet. Aber so richtig durchnässt, weil da kam Wasser durch und das hat die ganze Zeit in Strömen geregnet. Und das war richtig widerlich gewesen. Also ich habe gerade mein Gute-Nacht-Bierchen ausgetrunken. Und eben gerade kam ein ganz nerviger Zug an und hat uns genervt. Und ich hatte das leider nicht rechtzeitig auf Kamera bekommen. Und der ist schon abgefahren. Und genau, diese Zuggeräusche, die werden uns heute Nacht ganz oft nerven. Und darauf, dass uns das die ganze Zeit nerven tut, nerven tun wird, wenn wir jetzt schlafen gehen. Guck mal hier, wir werden hier die ganze Zeit von diesen Mäusen hier belästigt. Die nerven uns die ganze Zeit. So, wir sind aufgewacht. Ich habe hier gepennt und mein Bruder hat hier gepennt. Und wir wurden die ganze Nacht über von irgendwelchen Zügen genervt. Und dazwischenzeitlich wurden wir von Mäusen genervt. Die haben hier versucht, meine ganzen Sachen hier aufzufressen, die hier noch rumliegen. Und am Ende wurden wir von Menschen genervt, weil die hier vorbeigelaufen sind. Das hat richtig gestört. Das war voll bescheuert. Das war geil. Aber genau, wir werden gleich, ja, mal sehen, vielleicht gleich Kaffee machen. Nochmal vielleicht noch eine Stunde hier rumsitzen und Kaffee trinken und dann einpacken. Und dann gelaufen wir zum nächsten Bahnhof, um von dort aus nach Hannover zu fahren. Jetzt wird Koffein hergestellt. Und das sieht so richtig, das sieht genauso fertig aus wie mein Gehirn. Das ist geil. Das heißt, jetzt kann man gleich Koffein trinken. Ja, ich glaube, ich lasse das so ein bisschen stehen, damit sich das ein bisschen einzieht. Gott, genau. Und gleich ist Koffein fertig. Ja, ich kann mich jedes Mal wiederholen. Kaffee draußen oder Tour zu saufen ist geil. Wir haben gerade Kaffee gesoffen. Wir haben gerade Kaffee gesoffen. Und es war wieder richtig geil. So, weil da vorne, da oben meine ich jetzt, das heller geworden, die Sonne ist draußen die ganze Zeit und es ist wärmer geworden, das ist richtig geil. Und deswegen habe ich jetzt meine Mütze getauscht, von meiner Wintermütze zu meiner Cappy. Und hier, die Sachen sind langsam gepackt. Das heißt, wir werden jetzt zum Bahnhof hinlaufen. Beziehungsweise jetzt zum Bahnhof hinlaufen, Start kommt.
Wir sind gestartet. Aber wir laufen jetzt zum nächsten Bahnhof. Scheiße gefunden. Guck mal hier, dieser überfettete Müllsack, der nervt mich die ganze Zeit schon. Der so richtig mit ganz viel Müll und sowas da dran hängt. Der nervt mich, der stört mich. Aber darauf werde ich erstmal ein guten Morgen Bier trinken. Ja, Prost. So, und jetzt weiter zu gelaufen. Ich glaube, Bahnhof Isernhagen oder so laufen wir hin. Und da gehen wir in den Zug rein und der fährt uns nach Hannover. Und in Hannover, da fährt man Flixbus dann irgendwann später. Krankheit, Allergie. Guck mal, wir sind hier bei diesem verranzten Bahnhof von Isernhagen. Und wir müssen ein Gleis weiter. Und genau, unser Zug, der kommt gleich. Und hier, guck mal. Hier, ich habe Mülltonne gefunden. Da werde ich das hier entfernen. Das ist eine richtig verranzte Treppe. Die ist richtig unbarrierefrei. Die ist richtig verseucht. Ich verteufel diese Scheißtreppe. Die muss weg. So, wir sind hier bei den anderen Gleis von diesem voll verranzten Bahnhof Isernhagen. Und der ist richtig räudig. Und ich glaube noch, keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Und dann kommt unser Zug. Dann laufen wir da rein. Das ist richtig, dieser Bahnhof ist richtig schmandig. Guck mal, unser ranziger, versiffte Zug, der kommt hier an. Wir werden da jetzt einsteigen. So, wir sind hier in Hannover Hauptbahnhof. Wir stehen davor und wir werden gleich erstmal zusammen noch ein Abschiedsbier trinken. Da freue ich mich drauf, weil wir haben noch ungefähr eine Stunde, etwas weniger wie eine Stunde Zeit, bis sein Zug kommt und bis mein Flixbus kommt. So, wir sitzen hier auf dieser vollgeschissenen, von Vögel vollgeschissenen Steinbank hier rum und wir trinken jetzt gemeinsam ein Abschlussbier. Ja. Prost. Das spritzt. Hähnchenfleisch gefunden. Die fliegen sogar. Die sind richtig geil, die Viecher. So, wir sind hier jetzt auf seinem Bahnsteig. Und hier hinter ist dieser Zug. Da muss er jetzt einsteigen. Und ich verpflichte euch alle, ihn anzugucken. Weil das ist mein Bruder. Genau. So, ich bin jetzt in dieser Flixbus-Haltestelle und hier ist ein bisschen windig und etwas kälter und deswegen habe ich mir eine komische Jacke angezogen. Ich glaube, keine Ahnung, vielleicht 20 Minuten oder so kommt mein Flixbus hier an. So, ich habe jetzt 5 Minuten gewartet und ich habe jetzt meine Jacke schon wieder ausgezogen, weil es ist wärmer geworden. Das ist richtig geil. Das feiert man richtig. Und mein Flixbus, der kommt gleich oder so. Das dauert nicht mehr lange, bis er kommt. Und dann werde ich da einsteigen. Guck mal. Hier. Mein Flixbus kommt an. Ich glaube, das ist der. Ich werde da jetzt hingehen und einsteigen. Der fährt ungefähr 10 Minuten ab. Deswegen laufe ich jetzt da hin. Thank you.
Bremen. So, ich bin hier in Bremen angekommen und jetzt laufe ich ungefähr 4,5 Kilometer zu Fuß nach Hause. Ich glaube, ich mache einen Spaziergang nach Hause. Da habe ich richtig Bock drauf. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und ich habe doch keinen Bock gehabt, die letzten 4,5 Kilometer bis nach Hause zu laufen. Und deswegen habe ich nur 1,5 Kilometer ungefähr gelaufen und bin in der nächsten Straßenbahn einfach eingestiegen. Und jetzt bin ich zu Hause angekommen. Und ich werde jetzt, ich werde mir gleich einen runterholen gehen. Dann werde ich duschen gehen und dann die Videodateien rüberziehen. Und dann mit dem Schnitt beginnen. Aber nicht mit dem Video, sondern von einem anderen Video, was ich vorziehen werde. Ich glaube, genauso mache ich das jetzt. Und guck mal hier. Ich wollte euch was zeigen. Das habe ich jetzt hier eingepackt. Hier, ich habe noch 4 Eier von Bennys Gemüsegärten. Ich habe ja 2 Stück bereits in der ersten Nacht probiert gehabt. Also nicht in diesem Video, sondern im letzten Video. Das war ja eigentlich eine Tour mit 2 Übernachtungen, die ich aber in 2 Videos aufgeteilt habe. Und das sind noch die Eier von Bennys Gemüsegärten. Und ich muss sagen, das sind die geilsten Eier, die ich jemals gefressen habe. Die haben richtig geil geschmeckt. Die waren richtig saftig. Ich liebe Bennys Eier. Hier kommen ganz viele LKWs und Autos vorbei und so weiter. Die haben mich die ganze Zeit genervt und wachgehalten. Ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen deswegen. Und jetzt kommen hier ganz viele LKWs und so vorbei, die hier rumfahren. Die haben die ganze Zeit genervt und so. Das war voll scheiße.